wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Karajar. Und wie angekündigt, mein heutiger Gast, Anke Domscheit-Berg, die Madame für E-Government, Open Government, Frauenpolitik und so weiter. Und jetzt ist sie nicht mehr bei den Grünen, sondern bei den Piraten. Sichtbar orange heute hier aufgetaucht. Sie wollen die Spitzenkandidatin für Brandenburg sein. Wie kommt das? Also da muss ich eigentlich bei dem Wechsel anfangen. Warum bin ich eigentlich von den Grünen zu den Piraten gegangen? Ich kann es mir vorstellen, aber erzähl es nochmal. Die Frage stellt sich ja durchaus. Klar. Für mich ist die Veränderung, die sich jetzt in der Gesellschaft tut, durch die Bewegung hin zu einer digitalen Gesellschaft, eine der größten Revolutionen, die wir wirklich hatten in den letzten ewig Jahren. Ja. Und ich finde, dass die Piratenpartei die einzige Partei ist, die die Dimension dieser Veränderung auch erkannt hat. Und die auch versucht, da sich Lösungen zu überlegen oder da ansetzt, Veränderungspunkte zu finden, wo man was machen muss. Ob das Urheberrecht ist, ob das die Verteidigung von bürgerlichen Freiheiten in der digitalen Welt ist, dass wir nicht überwacht werden, dass nicht geguckt wird, wer macht was auf welchem Computer, dass nicht 37 Millionen E-Mails vom BND einfach mal so durchgeguckt werden könnten. Das würde ja kein Mensch mit Briefen machen, da wäre das viel zu furchtbar. Ja? Bei E-Mails ist auf einmal in Ordnung. Mobilfunkdaten, 6 Millionen Mobilfunkdaten in Berlin wurden erhoben und gespeichert, nur um herauszufinden, wer irgendwo mein Auto angebrannt hat. Das ist mit den eigentlichen Grundrechten überhaupt nicht vereinbar. Und für mich steht die Piratenpartei für eine Partei, die diesen gläsernen Bürger verhindern will, die aber auch auf der anderen Seite andere Politik und andere Verwaltung will, nämlich den gläsernen Staat, einen partizipativen, offenen, transparenten Staat, an dem Bürger nicht im Nachhinein informiert werden, ob jetzt Bahnhöfe oben oder unten sein sollen, sondern wo man sie von Anfang an in Entscheidungen einbezieht, was nur dann sinnvoll ist, wenn man sie von Anfang an mit den entsprechenden Hintergrundinformationen von Gutachten bis sonst wohin, Daten, die man hat, auch versorgt. Und für dieses mir besonders wichtige Thema Open Government treten die Piraten eben auch besonders stark ein. Also einmal die Veränderungen der digitalen Welt mit den modernen Veränderungen, die passieren müssen, von lebenslangem Lernen, Breitband auf dem Dorf. Und Brandenburg ist nun mal ein eher ländlich geprägter Raum. Da ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, wie kann ich demografischen Wandel aufhalten, indem ich Dörfer attraktiver mache? Ich kann ja nicht mal mehr als Selbstständige arbeiten ohne Internet. Dann kann ich mich nicht wundern, wenn die abwandern aufs Dorf, wenn ich nicht mal Breitband habe. Also das sind so Sachen, wo ich glaube, die Piraten befassen sich damit am allermeisten von allen Parteien. Sie haben das am besten verstanden, diese Veränderungen und was man tun muss. Aber sie haben eben auch diesen anderen Politikstil. Und da finde ich es völlig in Ordnung, wenn mal einer kommt und sagt, tut mir leid, zu diesem Thema erzähle ich euch nicht irgendeinen Mist, weil ich habe davon keine Ahnung und dann halte ich meine Klappe. Das macht ja die anderen Parteien verrückt, total kirre. Ja, das tut mir leid, aber als Bürgerin muss ich sagen, ich habe die Nase gestrichen voll von Politikern, die auf jede Frage immer eine perfekte Antwort haben, ohne irgendwelche Ahnung davon zu haben. Natürlich kann eine Partei nicht zu allen möglichen wichtigen Themen sagen, wissen wir nicht, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Aber so ist es ja auch gar nicht. Sie wollen Spitzenkandidatin sein, das heißt, das ist ein sicherer Listenplatz, wenn die 5% erreicht sind. Wenn die 5% erreicht sind, die kommen im Bundestag, da ist ja ein Gestaltungsanspruch mit verbunden. Also da ist unbedingt jemand, das ist das, was diesen Platz interessant macht, dass man die Möglichkeit hat, dort Dinge zu beeinflussen. Wir sind natürlich, also man darf jetzt keine Illusionen kriegen, Opposition ist Opposition. Und 5 oder 7% sind 5 oder 7%. Ja, wir haben ja nicht 40 plus und können jetzt alles selbst aussuchen. Ich glaube aber schon, dass wir eine einmalige Situation haben werden, im Bundestag Politikstil zu verändern, indem wir andere Anträge einbringen, wo es sehr, sehr peinlich ist, wenn die abgelehnt werden, kann natürlich passieren, wo wir aber auch vorleben werden, wie wir das anders wollen. Wenn es zum Beispiel von uns, von der Piratenpartei, die ausdrückliche Forderung gibt, alle Nebeneinkünfte offenzulegen. Im Moment muss man als Politiker im Bundestag nur veröffentlichen, in welchen drei Schubladen von Nebeneinnahmen man sich befindet. Ja, und die höchste ist mehr als 7.500. Aber ob das jetzt 7.600 sind oder 3,5 Millionen, weiß kein Mensch. Also jedenfalls nicht Bürgerinnen und Bürger. Wir erfahren das nicht. Aber woher soll ich denn wissen, ob politische Entscheidungen wirklich unabhängig getroffen werden? Oder ob es da irgendwelche Einflüsse gibt. Ja, ich sag nur Gazprom. Ich finde das nicht zufällig. Vielleicht ist es zufällig. Falls Sie im Bundestag sitzen, werden Sie einen Beratervertrag annehmen? Also, die haben also ja alle. Das ist ein Vollzeitjob eigentlich. Ja. Also, ich kann nicht im Bundestag Manche sein. Haben mehrere. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, alle, die von uns reinkommen, werden ganz bestimmt die eigenen Ansprüche auch erfüllen.
Das heißt, wir werden alle Nebeneinkünfte offenlegen, wer immer von uns dort in diesem Bundestag sitzen wird. Ob ich das sein werde, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube wirklich, dass wir das alle so machen werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da ganze Jobs weiterlaufen lässt. Also ich habe mit der Kandidatur auch erklärt, meine aktuellen Tätigkeiten werde ich ruhen lassen. Das heißt nicht, dass ich nicht mal irgendwo einen Vortrag vielleicht halte, aber das muss wirklich in diesem Verhältnis sein. Und ich gucke auch bestimmt kein Fußball, wenn so Sachen wie Meldegesetze zu entscheiden sind. Mich macht das wütend. 57 Leute, ja, von einem Parlament, in dem sonst ein halber Tausende sitzt. 57 Leute entscheiden über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger unsere Daten. Dass man die so Bürger verkaufen gucken Fußball, darf. Ähnlich wie beim ESM-Beschluss. Also es ist... Ein Zuschauer hat geschrieben und hat gefragt, sind denn die Piraten nicht einfach nur ein neuer Stil? Geht es da eher um Methoden und nicht um Inhalte? Was heißt denn nur? Also Form follows Function. Ne? Ich habe ja mal Kunst studiert. Also Form und Inhalt kann man nicht wirklich voneinander trennen. Und ich glaube, mit unseren Inhalten stehen wir in ganz engem Zusammenhang zu der Art, wie wir Politik machen wollen. Ich kann das gar nicht voneinander trennen. Ich kann ja nicht Open Government wollen und transparente Politik und diesen Stil nicht selber leben und transparent sein. Ob das jetzt ein Livestream ist in einer Ausschusssitzung oder ob das Offenlegen von allen Gutachten ist. In Berlin haben wir gerade diese Diskussion mit dem neuen Großflughafen, dass da Gutachten zwar im Ausschuss behandelt werden, aber nicht öffentlich. Warum denn nicht? Das sind Milliarden, das ist unser Geld. Ihr Geld, mein Geld, unser aller Geld, da möchte ich doch wissen, was damit passiert. Das sind Volksvertreter, die sind unsere Angestellten, die sind für uns dort in den Parlamenten. Da muss ich eine Möglichkeit haben, als normale Bürgerin festzustellen, ob sie ihren Job richtig machen oder nicht. Das kann ich ja nur, wenn sie die Arbeit offenlegen. Also da lässt sich der Stil von dem Inhalt eigentlich gar nicht trennen. Zum Stil und guten Geschmack kommen wir zurück ein bisschen zu den Grünen. Sind da einige Weggefährten sauer und sagen, Anke, du Verräterin? Also in der Formulierung ist mir das, nein, das habe ich eigentlich nicht gehört. Also es gab viele, die gesagt haben, dass sie das sehr bedauerlich finden und dass sie sich wünschen würden, ich wäre nicht gegangen. Es gibt aber auch viele, es gab ja kurz bevor ich ausgetreten bin, sogar so eine kleine Bewegung, da wollten sich so Grünpeace gründen, also Grüne, die sich sehr piratennah gesehen haben. Und in letzter Zeit nehme ich auch eine Tendenz wahr, da mehr miteinander zu machen. Und das ist das, was ich eigentlich sehe. Wir sind eigentlich geborene Koalitionspartner, weil es inhaltlich mehr Überlappungen gibt als zwischen anderen Parteien. Wir können uns angriffstechnisch mit den anderen auseinandersetzen, weil die viel weiter weg sind von unseren Idealen, von piratigen Idealen und von grünen Idealen. Aber Grüne und Piraten sich da so zu bekriegen, fände ich wirklich verschwendete Kraft. Da gibt es andere Gegner, andere politische Auseinandersetzungen, wo wir unsere Energie verbrauchen. Ja. Es gibt ja die Grüne und Grüninnen und Grüninnen. Also es wird gegendert und jetzt sind sie bei den Piraten, die gendern nicht. Ja, nur bei den Grünen wird nie Grüninnen, das ist genau wie Mitgliederinnen, kommt da ja gar nicht vor. Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich das wirklich so schlimm finde, weil ich betrachte mich selbst als Feministin und das Thema Chancengleichheit, Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist mir ein wirkliches Herzensthema. Aber am liebsten würde ich es ohne Zwang haben wollen, von ganz alleine. Und ich sehe zum allerersten Mal bei den Piraten, ich kann mich da völlig irren, ja, das wissen wir ein paar Jahren eher, aber ich sehe zum ersten Mal die Möglichkeit, diesen Idealzustand ohne Gesetze und Vorschriften zu erreichen. Und das wäre der Hammer. Also wenn wir das als Piratenpartei hinkriegen, dann wäre das toll. Also das heißt nicht, es gab ja eine Zeit lang die Diskussion, dass einige Piraten sich als Postgender bezeichnet haben. Das macht inzwischen eigentlich keiner mehr, mir begegnet das nicht. Ich treffe viele, auch männliche Feministen bei der Piratenpartei. Es gibt natürlich auch andere, die in der Entwicklung noch ein bisschen weiter zurück sind. Aber sie sind, glaube ich, sehr offen, auch, sagen wir, lernfähig, klingt so komisch, aber sie sind offen für Argumente. Und das, was mir Hoffnung gibt, dass sich das auch noch weiter verändern kann, und sie haben sich enorm verändert in den letzten 12 Monaten, das ist der Umstand, dass in der Piraten-DNA das Thema Gleichberechtigung oder Chancengleichheit so extrem hart verankert ist. Und zwar ganz egal, ob es um Geschlecht geht, um Herkunft geht, um wen habe ich lieb und auf welche Art und Weise geht, was ist mein sozialer Hintergrund, wer sind meine Eltern, wie reich sind die oder ich. Alles das ist ja für die Piraten
etwas, das keine Relevanz haben sollte, aber heute eine große hat. Das, was Sie beschreiben, ist so ein theoretisches Happy-Hippo-Land. Aber kommen wir zurück zum Stil. Wenn man da in diese Piratenpartei reingeht, gibt es auch andere Wahrheiten. Es gibt kein Kulturmuster, wie denn auch. Also es existiert nicht lang genug. Und wie soll man Transparenz haben in einem Rahmen, wo man nicht genug Vertrauen zueinander hat, aufgrund der ganzen Shitstorms und Trolle und sonst was? Macht das überhaupt Spaß, sich darauf einzulassen? Und tatsächlich, also wenn man sich die letzten Wochen mit Ponada anguckt, das ist ja wirklich wie zur Schlachtbank geführt werden. Das finde ich sehr traurig. Und ich würde sagen, wenn es einen Bereich gibt, wo die Piraten noch am meisten lernen müssen, dann ist das die Kommunikation miteinander. Wie wir miteinander reden, wie wir Auseinandersetzungen führen. Der Stil ist mir auch noch wirklich zu sehr Kindergarten. Das erlebe ich auf fast jeder Mailingliste, dass man da ganz schnell persönlich wird, schneller verletzend wird. Würde ich nur diese Welt kennen, dann würde ich diesen Schritt mit ich will kandidieren und auch persönliche Risiken damit auf mich nehmen, würde ich nie gegangen sein. Ich kenne aber auch eine andere Piratenwelt und das ist die, die auf mich sehr viel stärker gewirkt hat. Und das ist das, wo Piraten als Menschen aufeinandertreffen, ja, im realen Leben. Ich war auf mehreren Landesparteitagen in Brandenburg. Ich war letztes Wochenende beim Barcamp der Piraten in Essen, wo 150 Piraten programmatisch gearbeitet haben, sich Strukturen überlegt haben. Alle diese Sachen, auch irgendwelche Landkreis-Stammtische und so, das sind wie andere Piraten. Ich habe nicht einmal erlebt, dass die sich beleidigen, dass die sich angreifen, dass sie unsachlich werden. Es war immer ein konstruktiver Austausch von Argumenten. Man sitzt sich auch gegenüber, man ist nicht mehr so anonym. Ja, also ich glaube, das ist ja eine Lektion, die müssen wir als ganze Gesellschaft lernen. Wir lernen schon als kleine Kinder, Empathie im Gespräch zu entwickeln, weil ich genau am Gesicht des Gegenüber sehe, wie verändert sich jetzt die Mimik, nur weil ich gerade irgendwas Gemeines gesagt habe. Und dann hat man schon so eine innere Reaktion darauf und passt sich ein bisschen, wieso schlimm habe ich es jetzt nicht gemeint und nimmt sich ein bisschen zurück. Das ist so ein gegenseitiges Spielen miteinander. Und das haben wir doch in der Internetkommunikation noch nicht hinreichend gelernt. Das gibt es erst ein paar Jahre. Das ist so einfach, so schnell, so spontan und Realzeit, keiner guckt mich an. Dann schreibt sich mal schnell so eine Emotion weg. Man richtet Schaden an und dann schmeißt einer wieder ein Ei zurück und dann ist auf einmal, haben wir die Schlacht von der Brücke in Kreuzberg im Internet. Und das müssen wir wirklich besser hinkriegen. Das heißt aber nicht, dass das nur ein Piratenthema ist. Ich kann jedes beliebige Forum fast im Internet angucken, ob das Heise ist oder sonst wo. Spiegel- und FAZ-Foren, das ist vom Niveau ist das ähnlich. Es ist wirklich der Charakter der elektronischen Sofortkommunikation, die sowas begünstigt, aber da müssen wir besser werden. Sie gucken so vernünftig drauf. Ein Zuschauer hatte kommentiert, das ist jetzt gar keine Frage, hat gesagt, es tut gut, jetzt auch ein paar Erwachsene in diesem Kindergarten zu sehen, und meinte sie damit. Danke. Ich habe zum Schluss immer drei Begriffe und bitte zu jedem Begriff eine Kurzassoziation zu hören. Daniel Domscheit-Berg. Der beste Mann der Welt, mein Ehemann. Häkelschwein. Häkelschwein, eine sehr intelligente Twitter-Person, hat 17.000 Follower, vielleicht sogar inzwischen schon ein paar mehr, hat das sehr dezidierte Einstellungen zu Themen, die mir auch sehr wichtig sind, zum Beispiel das Internet frei zu halten, Bürgerrechte zu sichern. Ich würde sagen, es müsste eigentlich orange sein, weil es ist ein bisschen Piratenschwein eigentlich, aber wird von einer über 90-jährigen Oma gehäkelt. Schon über 10.000 solcher Schweinchen gemacht. Wunderbar. Letzter Begriff, Marina Weißband. Eine der wichtigsten Personen der Piratenpartei, von der ich immer noch hoffe, dass wir sie rumkriegen, auch in den Bundestag kandidieren zu wollen. Wir brauchen Marina. Ich danke Ihnen sehr, Frau Domscheit-Berg, und viel Erfolg mit dem Ihnen selbst gesteckten Ziel. Danke sehr. Sie will in den Bundestag, er ist schon im Bundestag. Mein nächster Gast, der CDU-Abweichler Wolfgang Bosbach. Bis zum nächsten Mal.